Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe. Aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Behüter eurer Seelen. Mit der Tageslosung aus dem ersten Brief von Petrus, aus dem zweiten Kapitel, begrüße ich euch ganz herzlich zum Gottesdienst am heutigen Karfreitag. Wir feiern den Gottesdienst zusammen im Namen von Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Liebe Mitmenschen, liebe Gemeinde, wie immer Sie den Gottesdienst feiern, ob Sie ihn am Bildschirm anschauen oder in Textform verfolgen, wenn immer Sie den Gottesdienst mitfeiern, am Karfreitagmorgen oder zu einer anderen Zeit, wir laden Sie ein, das jetzt im Bewusstsein zu tun, dass Sie nicht allein sind, sondern mit uns und vielen anderen in geistiger Gemeinschaft verbunden sind. Wir, das sind meine Pfarrkollegin Lea Meier, mein Pfarrkollege Marco Petrucci und Gernot Meier und unsere Kirchenmusikerinnen und Musiker Talena Simon, Irena Zeitz und Andreas Schmidt und auch der Martin Borjani, der jetzt heute nicht da ist, aber der für uns auch Aufnahmen gemacht hat für den Gottesdienst. Ja, es ist ein spezieller Gottesdienst in dieser Corona-Zeit, auch für uns. Auch wir feiern hier vor Ort ohne Gemeinde, ohne physische Anwesenheit von Gemeinde. Gleichwohl gibt es eine Gemeinde und wir feiern mit ihnen, da wo sie jetzt sind, den Gottesdienst in geistiger Verbundenheit. Karfreitag wird als höchste Feiertag von den Reformierten bezeichnet. Karfreitag steht dafür, dass Gott bei uns ist, auch in den dunkelsten Stunden vom Leben. Karfreitag als Symbol dafür, dass wir nicht allein sind, bei allem, wo wir schwer als Menschen müssen ertragen und erleiden. Gerade in dieser Corona-Zeit ist es so wichtig, dass wir uns ermutigen lassen. Dass wir daran glauben, dass es weitergeht und dass mit Karfreitag nicht alles vorbei ist. Ich lade Sie ein, miteinander das Eingangslied singen. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Wenn Sie ein Gesangbüchli haben, finden Sie es bei der Nummer 449. Wir singen Strophe 1, 6 und 7. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken.
Wir beten. Gott, wir sehnen uns nach einer Zeit, in der wir beginnen können, ohne Rüstung zu leben. Wir wollen wieder unbesorgt im Wald spazieren. Wir wollen einander ohne Misstrauen begegnen. Wir wollen respektvoll mit unseren Familien umgehen. Wir wollen die Freude in den Gesichtern unserer Mitmenschen sehen. Wir wollen der Gewalt, der verletzenden Worte und der Arroganz den Abschied geben. Wir wollen dich in unserem Leben wissen, Gott. Amen. Vom Lied Nummer 440 singen wir jetzt miteinander die Strophe 1, 2 und 4. Die Lesung ist aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 33 bis 42. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, Lama, Asabdani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand,
ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Liebe Gemeinde, ich werde mit einer Frage an Sie anfangen. Was bevorzugen Sie in diesen Tagen? Das Social Distancing oder das Distant Socializing? Also die nötige Distanz bewahren oder die Beziehungen und die Begegnungen mit dem zurzeit gebotenen Abstand trotzdem pflegen? Ich denke mir, dass wir uns ans Zweite halten sollten. Weil wir sind soziale Wesen. Wir leben in Beziehungen, durch Beziehungen und von Beziehungen. Heute am Karfreitag denken wir daran, wie für die Jüngerinnen und Jünger die physische Beziehung zu Jesus abrupt ein Ende gefunden hat. Jesus ist ans Kreuz geschlagen worden und ist gestorben. Immer, wenn wir eine Beziehung eingehen, müssen wir auch daran denken, dass diese Beziehung ein Ende haben wird. Sei das, weil mein Gegenüber oder ich selber diese Beziehung beenden wird. Sei das, weil die räumliche Distanz unüberwindbar wird. Sei das, dass meine Partnerin oder ich sterben werden. Und das lässt uns dann sensibel werden für alle die Momente, wo wir gegenseitig in einer Beziehung erleben. Wir werten Wort anders. Wir sehen die Welt anders, indem wir sie gemeinsam erleben. Wir nennen uns selber in jeder Beziehung, wo wir leben, mit anderen Augen wahr. Auch wenn eine direkte Beziehung nicht mehr stattfinden kann, so hinterlässt sie doch Spuren in mir. Jede Beziehung verändert mich. Dem kann ich nicht ausweichen. Und das ist das Bleibende, auch wenn die direkte Beziehung nicht mehr besteht. Auch das Gleiche hat damals für die Jüngerinnen und Jünger von Jesus gelten. Durch sein Wesen, durch sein Wirken und durch seine Worte hat er die Jüngerinnen und Jünger und noch weit mehr Menschen in seiner Zeit verändert. Sie haben gelernt, mit dem erlebten Verlust umzugehen, weil sie durch Jesus reich beschenkt worden sind. Sie sind Zeugen gsi und sind zu Botschafter geworden. Sie haben erzählt über ihren Rabbi und Lehrer und haben seine Weisheiten aufgeschrieben. Und diese Botschaft hat überdauert über Jahrtausende und trifft auch uns heute.
Und so können auch wir mit dem Jesus von Nazareth in eine Beziehung treten. Wenn auch nicht so konkret wie damals Menschen, aber eben doch auch durchs Distant Socializing. Unsere Beziehung zu Jesus ist echt und bereichert uns und verändert uns. Wir werden sensibler und unsere Sicht auf die Welt und auch auf uns selber kann sich dadurch grundlegend verändern. Und das wird bleiben. In der Lesung haben wir von einem Hauptmann gehört. Er hat Jesus sehr wahrscheinlich nicht gekannt. Aber diese kurze Begegnung unter dem Kreuz hat ihn verändert, hat seine römische Soldatenwelt aus den Angeln gehoben. Er bekennt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Social Distancing oder Distant Socializing. Auf Distanz gehen oder unsere Beziehungen mit dem nötigen Abstand trotzdem pflegen? Sie haben es in der Lesung gehört. Der verzweifelte Ausruf vom sterbenden Jesus am Kreuz. Eli, Eli, lama asabtani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie verzweifelt muss man sein, um so zu schreien? Wie verzweifelt muss gerade ein Mensch, der sein Leben lang im Bewusstsein von innigster Verbundenheit mit Gott gelebt hat, sein, um so zu schreien? Vielleicht sind Ihnen in den letzten Tagen und Wochen auch so Gefühle gekommen, als ob Gott Social Distancing betreibt, sich zurückzieht aus dem Kontakt zu seinen Geschöpfen und seiner Welt, weil das, was hier passiert, viel Leiden bedeutet. Wie könnte solches passieren, wenn Gott bei uns wäre? Möglich, dass in diesem Zusammenhang auch so Fragen auftauchen wie, ob das Schwere und Schlimme, wo ist, ob das Leiden eine Strophe von Gott könnte sein? Wenn die Frage im Ausruf von Jesus drinsteckt, dann würde das heissen, dass er am Kreuz in diesen letzten Moment von seinem Leben im Gefühl von grösster Einsamkeit nicht davor zurückgeschreckt ist, im Namen von Gott alles nochmal radikal in Frage zu stellen. Auch sich selber, auch sein Lebenswerk. Ich höre aber vor allem noch etwas anderes im Ausruf von Jesus. Eli, Eli, lama asabtani. Mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Wozu? Möglicherweise ist das, gemäss dem Hebräischen, wo die Frage daraus herkommt, die bessere Übersetzung als warum. Wozu oder für was? Dann geht es darum, dass der Jesus noch im Gefühl, dass Gott fern ist, nicht von der Gewissheit ablässt, es hätte Sinn. Dann geht es um einen Gedanken, was Gott macht, ist nicht Social Distancing, kein grundsätzliches auf Distanz bleiben, sondern es ist Distant Socializing. Es ist die beste Form, wie Gott unter diesen Umständen mit dem Menschen in Berührung kommen kann. Dann geht es um die Überzeugung, es fühlt sich in diesem elenden Leiden zwar so an, wie wenn Gott weit weg wäre, aber was wir als klagende, leidende, verzweifelte Menschen über Gott erfahren haben, was wir über Nächste und Findesliebe gelernt haben, von heilig und heilig werden erlebt werden,
über Solidarität und über einen gerechten Frieden für alle herausgefunden haben, das alles gilt auch jetzt. Vielleicht ist es gerade jetzt gut, wenn wir im Gefühl von der Gottverlassenheit nicht der Verzweiflung nachgehen, dass Gott uns alleinsein und der Isolation preisgibt. Vielleicht ist es gerade jetzt gut, wenn wir stattdessen die Frage stellen, was hat das für einen Sinn? Und vor allem, wie können wir auch jetzt mit all unseren Einschränkungen weiterhin in deinem Sinn handeln, Gott? Wie können wir noch in der Isolation das tun, was du uns gelehrt hast, Liebe üben in all ihren Farben? Dass wir nicht vergessen, dass wir noch im Gefühl von der Gottverlassenheit in bester Gesellschaft sind. Dass wir nicht müde werden, uns immer wieder auf Gott auszurichten. Und dass wir immer wieder die Kraft, die Kreativität und die Freude finden zum Lieben. Das wünsche ich uns allen. Amen. Wir beten und singen zwischen den einzelnen Bitten das Lied: Bleibet hier und wachet mit mir.
Die Aufforderung von Jesus an seine Jünger, bei ihm zu bleiben und wach zu bleiben, wie sie im Markus- und im Matthäus-Evangelium überliefert ist. Wir singen. Gott, wir bitten dich um deine Nähe und Begleitung in Zeiten, in denen wir uns einsam fühlen. Schick du Menschen zu uns, wo uns Wort vom Trost spenden und Zeichen von der Liebe schenken. Bleibet hier und wachet mit mir. Gott, lass uns in der jetzigen Krise auch alle die Menschen nicht vergessen, die unter Gewalt und Krieg leiden und auf der Flucht sind. Hilf ihnen, damit sie wieder in menschenwürdigen Bedingungen leben können. Bleibet hier. Wachet mit mir, wachet und betet. Gott, du kennst unsere Sehnsucht, dass es gut ist. Und du kennst all unsere kleinen und grossen Schritte. Wir vertrauen, du gibst uns Kraft und Mut, uns einzusetzen, dass gutes Leben möglich ist für alle auf dieser Welt. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Gott, vor dir denken wir an alle Menschen, die in Trauer sind, weil sie jemanden verloren haben, sei es frisch oder sei es schon länger. Ganz besonders sind wir mit den Angehörigen von der Frau Susi Kamke. Sie war in Therwil wohnhaft und ist im 80. Lebensjahr verstorben. Wir sind im Moment in der Stille. Heute am Karfreitag feiern wir Abendmahl wie jedes Jahr. Und gleich ist es ganz anders. Gemeinschaftliches Abendmahl, wie wir es gewohnt sind, ist das ja nicht möglich in physischer Gemeinschaft. Im Zusammensein hier im Gottesdienst. Auch ist heute nicht wie gewohnt jemand von der Kirchenpflege mit dabei. Und doch
wissen wir uns in geistiger Gemeinschaft verbunden mit all denen, die jetzt an ihrem je eigenen Ort Abendmahl feiern. Und verbunden wissen wir uns mit all den Menschen, die rund um den Globus heute Abendmahl feiern. Am Karfreitag denken wir in besonderer Art und Weise an Jesus und die Menschen, die mit ihm zusammen sind. Wir denken an das letzte gemeinsame Festmahl, das sie miteinander gefeiert haben, am Pessachfest, dem höheren jüdischen Feiertag, wo die Juden daran denken, wie sie vor langer Zeit aus der Knechtschaft in Ägypten befreit worden sind. Das letzte gemeinsame Festmahl von Jesus mit seinen Leuten, weil er schon geahnt hat oder gewusst hat, was nachher wird kommen. Wir beten. Gott, wir kommen zu dir mit allem, was uns belastet und bewegt in diesen Zeiten. Nimm du uns so an, wie wir sind. Sei du uns nahe und lass uns in Brot und Traubensaft deine Nähe spüren. Amen. Wir singen zusammen bei der Nummer 314, Christe, du Lamm Gottes. Hört, wie Jesus Brot und Traubensaft als Zeichen der Erinnerung an die Seinen weitergab. Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es den Seinen und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zur Erinnerung an mich. Und er nahm den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zur Erinnerung an mich. Deinen Tod, Christus, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir beten miteinander, wie es uns Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schmeckt und seht, wie freundlich Gott ist. Nehmt und esst vom Brot des Lebens. Nehmt und trinkt vom Kelch der Gemeinschaft. Seht, der Tisch ist bereit.
Wenn Sie jetzt ein bisschen Brot und etwas zu trinken parat haben, dann nehmen Sie es doch jetzt und tun mit uns Abendmahl feiern. Wir teilen, physisch trennt und trotzdem im Geist verbunden, jetzt Brot und Traubensaft. Lebens. Und du liebest in der Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was da lebt, mit der Gemeinschaft. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Gott, wir haben miteinander Abendmahl gefeiert. Wir haben etwas erfahren von deiner Liebe. Und wir haben erfahren, dass wir zusammengehören. Dafür danken wir dir. Lass uns die Erfahrung mitnehmen in unseren Alltag. Amen. Als auf Jesu Schulter von der
Zwei Sachen möchte ich euch und Ihnen noch gerne mitteilen. Zum einen ist das die Kollekte, die wir einziehen, beziehungsweise wo Sie dafür spenden können. Und zwar ist das ein Projekt, das in Sri Lanka verwirklicht wird. Das sind so Waisenhäuser. Und die Waisenhäuser, die stehen in einer Beziehung zu unserer Kirchgemeinde, weil Menschen von hier sehr stark verbunden sind mit dem Projekt Waisenhäuser in Sri Lanka. Und darum auch danke ich Ihnen für all das, was Sie geben, im Namen von all denen, die davon profitieren. Und dann noch der Hinweis auf den Ostergottesdienst am 12. April, am Ostersonntag, am Morgen um 10 Uhr, feiern wir im gleichen Rahmen wie heute den Ostergottesdienst hier aus dem RECIZ in Ettigen. Miteinander singen wir drei Strophen vom Lied Korn, das in die Erde. Fast am Schluss von dem Gottesdienst bitten wir jetzt noch um das Segen von Gott. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns und der Welt seinen Frieden. Amen. Vom Lied bei der Nummer 448 singen wir die Strophen 1, 2, 5 und 6.